Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fireworks, The Art of Barbecue. Heute wird es mega spannend, denn heute machen wir unsere berühmten Cherry Ribs. Ich habe die schon mal gemacht und die Bilder in die Gruppe gestellt, so zum ersten Test, und es war fantastisch. Sie haben wirklich, wirklich klasse geschmeckt und jetzt zeigen wir euch, wie das in allen Einzelheiten funktioniert. Was wir dazu brauchen, ist einmal eine Flasche Schwarzbier und dann Tritop. Das kennt ihr vielleicht noch aus eurer Jugend, Tritop. Das ist ein Kirschsirup, ist das. Mega, mega süß, mega, mega lecker. Brauchen wir gleich fürs Glazing und fürs Dämpfen. Dann haben wir ein bisschen Ahornsirup, ein bisschen Whisky und natürlich unser brandneues Gewürz Cherry Ribs. Und das verlinke ich euch, das könnt ihr auch in unserem Shop kaufen. Und das ist wirklich, wirklich lecker und passt zu diesen Ribs wie Arsch auf Eimer, wie ich immer so schön sage. Fürs Glazing brauchen wir natürlich dann gleich noch eine Barbecue-Soße eurer Wahl. Wir haben hier Mississippi, aber ihr seid da frei und könnt jede Barbecue-Soße nehmen, die ihr wollt. So, dann haben wir den Spielführer, unsere Ribs. Und dort haben wir von unserer Haus- und Hofmetzgerei Hellmann ganz, ganz fantastisches Fleisch bekommen. Nachhaltig, aus eigener Viehhaltung. Der Metzger hat einen eigenen Bauernhof ansässig und man hat uns diese schönen Stücke zurechtgeschnitten. Das sind die Baby Back Ribs und die werden wir jetzt erstmal bearbeiten. Was wir als erstes mal machen, ist diese Silberhaut entfernen. Dafür brauchen wir diesen handelsüblichen kleinen Teelöffel und wir gehen einfach hier in diesen Bereich rein, unter die Silberhaut. Ist manchmal ein bisschen tricky, ja, manchmal verliert man, manchmal gewinnen andere. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach. Und dann zieht ihr das einfach hoch. Zack. Nehmt euch ein Zewa, damit ihr das besser halten könnt. Und zieht das einfach ab. Ganz, ganz simpel. So, das war's. So, ich habe die Ribs jetzt erstmal in eine Gastroschale umgefüllt. Die bekommt ihr im schwedischen Möbelhaus eures Vertrauens. Und jetzt werden die Ribs erstmal gerubbt. Dazu ordentlich eine Fuhre von dem Cherry Ribs, damit hier richtig Geschmack dran kommt. So, und das machen wir jetzt mit allen Vieren von der Rückseite und der Vorderseite. So, wir smoken die Ribs heute auf dem Pellet Smoker Sheriff von Moyesta. Und da gehen wir auf eine Temperatur zum Hochheizen von 120 Grad. Und jetzt braucht es so ungefähr 15 Minuten, bis der Smoker sich erwärmt hat. Wie ihr seht, haben wir jetzt die 120 Grad erreicht und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Ribs auflegen. Das war heiß, das habt ihr gesehen. Das auch. So, schließen wir das ganze Thema wieder. So, ihr Lieben, die Ribs liegen jetzt auf und wir werden die nach der Methode 3-2-1 garen. Das heißt, 3 Stunden smoken, 2 Stunden dämpfen und 1 Stunde glasieren. Und als Ellie eben rausgekommen ist, hat sie gesagt, Mensch, hier riecht es ja richtig nach Kirsche. Die ganze Umgebung ist ja schon erfüllt. Das liegt als Sache daran, weil das Cherry Ribs ein intensives Aroma hat. Und probiert das einfach aus. Es ist der Hammer. So, jetzt haben wir 3 Stunden der Zeit schon rum. Und jetzt gucken wir mal rein, was aus den Ribs geworden ist. Wow.
Das ist ja jetzt schon ein Träumchen. So, jetzt schnappen wir uns die und platzieren uns sie hier erstmal. So, nachdem wir sie jetzt auf unserer Gastroschale platziert haben, werden wir das Ganze jetzt mit Schwarzbier füllen. Und einem leckeren Schuss Tritop Kirsche. Nicht sparen, ordentlich rein, soll ja auch nach Kirsche schmecken. So, jetzt packen wir das Ganze wieder in den Smoker. Und da drauf kommt jetzt praktisch die andere Seite der Gastroschale. So, dass wir das jetzt im verschlossenen System haben. Theoretisch könnte man jetzt mit Alufolie das hier nochmal abdichten, dann ist es nochmal sicherer. Aber wir lassen das jetzt in dem Bier und in dem Tritop dämpfen, 2 Stunden lang in der geschlossenen Atmosphäre. Und dann wird das nochmal richtig weich und dann werden wir nachher sehen, das Fleisch zieht sich von dem Knochen richtig zurück und wird richtig weich. So, wir gehen jetzt wieder auf 120 Grad, bestätigen das und warten jetzt 2 Stunden. So, nachdem wir jetzt noch 15 Minuten auf der Uhr haben, werden wir jetzt mal das Glazing zusammenrühren. Das heißt, wir haben jetzt hier die Barbecue-Soße und wir werden jetzt hier einen Schuss Tritop hineingeben. Schwupps. Ein bisschen Whisky und Ahornsirup. So, das Ganze wird jetzt gut verrührt, so dass wir hier eine schöne Konsistenz haben. Sollte manchen das etwas zu flüssig sein, dann kann man immer noch ein bisschen mit Barbecue-Soße auffüllen. Aber ich denke, das ist so ganz in Ordnung. Zum Glasieren passt das ganz wunderbar. So, 2 Stunden sind wieder um und wir gucken, was draus geworden ist. Puh. Ah, das sieht schon sehr, sehr cool aus. So, jetzt kommen wir zu dem letzten Step. Das heißt, wir nehmen die jetzt hier runter und werden das Ganze jetzt nochmal auf den Grill geben. Jetzt gucken wir mal, ob wir die so runterkriegen. Ja, die sind schon sehr weich, da muss man schon echt aufpassen. Ah, ihr seht das schon. So, und jetzt fangen wir an, die Ribs zu glasieren. Boah, da kriegt man jetzt schon Hunger. So, jetzt haben wir 3 Ribs haben wir jetzt glasiert. Einen möchte ich jetzt mal ohne Glasur lassen, damit man mal den Geschmack pur kriegt. Und wir lassen das Ganze jetzt noch mal 10 Minuten bei 120 Grad anziehen. So, wir haben jetzt zweimal glasiert das Ganze. Und wir schnappen uns jetzt mal eine und probieren die. Ah, die ist schon sehr weich. Wow. Und was sagst du, Elli? Genial, oder? Okay, perfekt. So, wir haben jetzt insgesamt 6 Stunden gebraucht für diese Ribs. Hier ist ein irrer Kirschgeruch in der Luft und wenn das so schmeckt, wie das hier riecht, Hammer. Also, wir probieren es.
Oh, ist schon mal heiß. Oder butterzart. Hammer. Echt Hammer. Also, es schmeckt besser. Man muss es ganz ehrlich sagen. Kirschig. Durch und durch. Und das Würzige der Barbecue-Soße. Echt klasse, aber trotzdem so richtig, richtig geil. Es hat ein bisschen Schärfe. Und die passt aber auch genau dazu, zu diesem Fruchtigen. Ich kann nur empfehlen, probiert es aus. Ich verlinke euch das Gewürz. Ich verlinke euch auch Hellmanns Genussmanufaktur. Und wer in der Gegend von Bünde ist, der sollte da vielleicht mal reinschauen. Kann ich echt mal empfehlen. Tolles Fleisch, tolle Produkte. Und wer das Gewürz bestellen will, schreibt mich an oder unser Shop. Dann könnt ihr das dort ordern. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like, freundlichen Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, dann könnt ihr das hier tun. Und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. In diesem Sinne, habt noch eine gute Zeit. Keep on grillin'. Carsten von Fireworks. Ciao.